wird schon ein paar Jahre nicht mehr gedruckt. Solange es nicht gewisse andere Bücher sind. Ja. Aber dann würde ich wieder auf Tales of Xillia ausschweifen. Ah. Wie heißt das Buch? Der Fall des verschlagenen Kreuzritters von Molly Pegram. Ich hatte angenommen, der Autor sei eine Frau, aber offenbar stimmt das nicht. Sein richtiger Name ist... Professor Nigel Pegram. Das stimmt. Kennen Sie ihn? Nein, ich habe ihn noch nie kennengelernt. Aber George ist trotzdem ein großer Fan von ihm. Ja. Hust, hust. Gibt es in Stirling eine Kirche namens St. Ninians? Oh ja. Und ich weiß genau, warum ihr dahin wollt. Es ist doch offensichtlich, dass ihr beiden verliebt seid. Ihr seid weggelaufen. Ach, und da sagt man, es gäbe keine Romantik mehr. Ja, genau deswegen sind wir zur Kirche unterwegs. Genau deswegen. Wohin gehst du, George? Ja, die Beine vertreten. Muss ich dir das wirklich sagen? Sei doch nicht gleich so schnippisch. Wenn du ein Leck abdichten musst, dann sag mir das doch einfach. Leck okay, abdichten? Ich will gerade mal ein Leck abdichten. Aber ich bin doch gar kein Klempner. L-E-C-K. Die Fahrkarten bitte. Oh, hallo. Das ist eine Rückfahrkarte zum vollen Normalpreis. Haben Sie keinen Seniorenpass? Ich benutze nur sehr selten die Eisenbahn. Meine Fahrkarte ist doch auch so gültig, oder? Tja, das schon. Aber Sie hätten bis zu einem Drittel des Preises sparen können. Ich brauche mich Gottlob nicht um derart kleinliche Petitessen wie Preise zu kümmern. Sie sind schon ein kauziger alter Vogel, Lady. Das steht man fest. Bitte die Fahrkarten, Sir. Hier. Sorry, die habe ich vergessen. Unterwegs nach Stirling, wie? Ja, stimmt. Naja, ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Ist um diese Jahreszeit ein lausiger Ort. Obwohl, es gibt noch jede Menge Pubs und einen bezaubernden Ausblick vom Schloss aus. Vielen Dank. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber irgendwas an diesem Typ kommt mir sehr bekannt vor. Oh ja. Bist du sicher? Du bist müde, vielleicht irrst du dich ja. Kann sein, aber mir gefiel der Blick in seinen Augen nicht, als er mit dir gesprochen hat. So, darf ich jetzt mal mir die Beine vertreten? Kannst du nicht mal still sitzen, George? Ich muss mal zur Toilette. Kannst du unterwegs mal in den Speisewagen gucken, George? So unvorstellbar das sein mag, aber ich bin hungrig genug, um englisches Essen zu mir zu nehmen. Englisches Essen? Okay. Mit oder ohne Salz, deine Pommes? Alles, was ich von dem Gesicht des Mannes erkennen kann, ist ein ausgeprägtes violettblaues Auge. Hat sich wohl jemand geprügelt. Und gekotzt. Ich will ihn nicht aufwecken. Um ehrlich zu sein, ich glaube, dass ich ihn sogar mit einem Feuerwehrschlauch gar nicht aufwecken könnte. Das Gesicht des Mannes ist schmutzig und unrasiert. Es sieht aus, als sei er die ganze Nacht unterwegs gewesen. Hi, kleine Party? Das ist Frühstück. Komm, lang zu, Mann. Hey, Becher, wach auf, Mann. Wir haben Besuch. Sein Atem erinnert mich an den Abluftkanal einer Chemiefabrik. Entschuldige, mein Kumpel. Macht nur ein Nickerchen. Schläft wie ein Säugling. Ich weck ihn, wenn wir nach Newcastle kommen. Wir sind schon vor einer halben Stunde durch Newcastle gefahren. Dam, dam, dam. Hab ich gar nicht gemerkt. Weißt du, was das ist? Nö. Was sind das, Mann? Das ist ein Handbasser. Ha! Damit legst du mich aber nicht rein. Wenn ich dich reinlegen wollte, hätte ich ihn dir ja wohl nicht gezeigt, oder? Naja, also, wer weiß. Vielleicht bist du so ein ganz Schlauer. Versuchst einen Doppelbluff oder so. Ja!
Aber sicher. Aber sicher. Hast du diesen Mann schon mal gesehen? Klar, Mann. Das ist Chalky White. Und von dem kriege ich noch 10 Mäuse. Nein, das ist ein internationaler Attentäter und er nennt sich Khan. Oh, ja klar. Ei, aber ich war dicht dran, was? Ja, sehr dicht. So dicht, wie du zu bist. Möchtest du eine rote Nase? Nee, danke, Jungchen. Hab ich schon. Hier sieht man aber gar nicht. Was sauft ihr da eigentlich für einen Fusel? Stinkt eher wie Flugzeugsprit. Jau. Und gibt Haare auf der Brust wie Jeck. Wohl auch auf den Augäpfeln, so wie du aussiehst. Es! Bis später. Auf den Augäpfeln! Auf dem Fenster scheinen sich kleine Gischtflecken angesetzt zu haben. Lass das Fenster zu, Kumpel. Warum? Es ist saukalt da draußen. Aber hier im Abteil muss mal gelüftet werden. Und hier sieht's auch nicht viel sauberer aus. Voll dreckig das Ganze hier. Oh, Hallöchen. Oh, dieser Gangster aus dem Hotel, Guido. Naja, mir kann er keine Angst machen. Hey, Maka, das hier ist ein Nichtraucherwaggon. Okay, vielleicht kann er mir doch ein bisschen Angst machen. Es wird immer schlimmer. Plötzlich ist mir nämlich eingefallen, an wen mich der Schaffner die ganze Zeit erinnert. Eklund, Marques Mörder. Ich bin trotzdem auf Klo. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Guido sieht aus wie ein Wiesel in einem billigen Anzug. Er sieht außerdem aus wie ein Mann, dem ein kleiner Mord nicht den Schlaf rauben konnte. Mit diesem Typ will ich mich wirklich nicht unbedingt anlegen. Dann gehen wir wieder zurück. Ich hätte es besser wissen müssen und Nico und die alte Dame nicht allein lassen sollen. Plötzlich hat das Schwert von Baphomet an Bedeutung verloren. Es ist mir viel wichtiger, das Mädchen zu finden, das ich liebe. Nico wurde entführt vom Schaffner. Und die alte Frau auch. Ja, hier können wir nicht durch. Da hinten steht Guido rum. Dann bleibt uns wohl nur eine andere Alternative. Lass es in Ruhe, Mann. Warum das? Lass es in Ruhe, Mann. Oder muss ich erstmal... Dem kann ich ja nicht reden, ne? Sekunde, muss ich mit dir reden? Hey, Kumpel. Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Ja. Was ist denn los? Da ist ein Typ im Zug, der mich umbringen will. Ganz ruhig, Mann. Der versucht schon nichts, solange du bei mir und Becher bist. Wir sind Veteranen, waren im Breitling Sea dabei. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die britische Armee in einem Konflikt an einem Ort namens Breitling Sea beteiligt war. Vertrau mir, Macker. Du bist in Sicherheit. Aber sicher. Aber Nico ist nicht in Sicherheit. Habt ihr gesehen, was mit der jungen Frau im Nachbarabteil passiert ist? Nein, Kumpel. Kein Stück. Ist sie dir irgendwie verloren gegangen? Sie ist einfach verschwunden. Die alte Dame auch. Ich glaube, sie sind in Schwierigkeiten. Was ist, Mann? Eine alte Dame auch? Jo, ihr müsst mir helfen. Vielleicht sind sie nur auf Klo oder so. Aber sicher. Das glaube ich nicht. Die gehen nie alleine. Immer zu zweit. Weißt du? Nein, sie ist entführt worden, da bin ich ganz sicher. Ich muss sie suchen gehen. Worauf wartest du dann, Kumpel? Der Schaffner, er ist nicht das, was er vorgibt. Willst du ihm aus dem Weg gehen? Schätze schon, ja. Überhaupt kein Problem. So, darf ich jetzt? Bis später. Ja. Tu es nicht, Junge. Spring nicht.
Ich hab nicht vor zu springen. Ich klettere auf das Zugdach. Du machst auch Witze, oder? Nein. Dann schau mal gut hin. Dann will ich jetzt sehen. Warte, Freundchen, ich helf dir. Ups. Wenn wir jetzt in der normalen Version hier lang gehen würden, dann würden wir, ne, sterben. Elektrizität, Strom und so ein Kack. Aber hey. Scheiß drauf. Simon! Die alte Dame ist gar keine alte Dame. Ich habe mir schon immer gewünscht, mal einen Zug anzuhalten. Handbremse! Sie haben uns das Leben gerettet. Warum? Wir waren von Anfang an auf derselben Seite, Stobbe. Unterschiedliche Gründe, aber den gleichen Feind. Die Tempelritter? Nennen Sie dieses Pack nicht so. Die echten Templer waren ein nobler Gegner. Diese Barbaren haben kein Anrecht auf den Namen. Diese Männer sind nicht besser als wilde Hunde. Hinter was sind diese Neotempler her? Was ist das Schwert von Baphomet? Nicht, was Sie glauben, mein Freund. Ja, es ist schon eine Waffe, aber eine, mit der unsere Feinde ihre liebe Not haben werden. Ein zweischneidiges Schwert. Eine Macht, die älter ist als Demolé, älter als Salomon. Wir werden sie aufhalten, sie und ich zusammen. Älter als die Dinosaurier. Nein, George. Meine Reise endet bald. An der Pforte des Paradiesgartens. Sie sprechen in Rätseln. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie suchen? Das Schwert symbolisiert eine gewaltige Energie, die durch eine Ausrichtung der natürlichen Kraftfelder der Erde verursacht wird. Und die ihren Brennpunkt in St. Ninians hat. Diese Energie gab den Tempelrittern die Macht, die sie groß gemacht hat. Eine Macht, die sie so charismatisch werden ließ, dass sie den Willen aller Menschen um sie herum kontrollieren konnten. Dass die Bösen immer irgendwas kontrollieren wollen. Auf gar keinen Fall. Komm, du kannst ihm wenigstens eine Nase zurückgeben. Na gut, dann fragen wir ihn, warum er uns dann beim Bull's Head Hill erschießen wollte. Wie sind Sie vom Bull's Head entkommen? Es ist ein weiter Fußmarsch von der Klippe des Bull's Head zum Dorf, Stobbert. Glücklicherweise bin ich erfahren im Überleben in der Wildnis. Halleluja! Warum wolltest du mich töten? Ich habe sowas in Erinnerung. Möge Allah sie führen zu ihren Feinden. Danke. Noch ein letzter Punkt. Was? Was wollen Sie? Er ist tot. Oder war das nur in der normalen Version so? Und nicht in der Director's Cut? Ich weiß gerade nicht, was ich denken soll.